Sehr gut. Heute sind wir gemeinsam nach Stuttgart gezogen, um nach amerikanischem Vorbild am Global Marijuana March die reaktionäre und repressive Drogenpolitik unserer Regierung anzuprangern und uns für die Legalisierung von Cannabis einzusetzen. Nicht nur Interessensgruppen rund um das Thema Hanf, sondern auch Juristen, Polizisten, Ökonomie- und Wirtschaftsverbände bekräftigen ihr Interesse an der Entkriminalisierung von Cannabiskonsum und der staatlichen Kontrolle des Cannabismarktes, während in der Bevölkerung die Thematik von Ängsten und Zweifeln beherrscht wird. Diesen Ängsten und Zweifeln sollten wir durch eine sachliche und öffentliche Diskussion entgegentreten. Denn Cannabis-Legalisierung bedeutet keine Einführung einer neuen Droge, sondern eine Entkriminalisierung einer alten Droge, deren gesellschaftliche Akzeptanz. Das Gesetz hinkt der gesellschaftlichen Realität hinterher. 45 Millionen EU-Bürger haben Erfahrung mit Cannabis. Circa 3,4 Millionen Deutsche konsumieren Gesetze nur daher. Sie ignorieren die Bestimmungen, weil niemand ihnen den Sinn verständlich machen kann. Die Strafverfolgung der Cannabiskonsumenten in Deutschland ist unverhältnismäßig und hat keinerlei positive Signalwirkung oder sonstige positive Auswirkungen. Gar keine! Überhaupt nicht! Nur Strafe! Es führt vielmehr zu einer unnötigen Belastung der Polizei, des Zolls und des Bundesgrenzschutzes und zu einem Glaubwürdigkeitsverlust des Staates. Wenn man einen Blick auf die Länder wagt, die den Weg der Legalisierung gegangen sind, sprechen die Zahlen und bis jetzt geschafften Fakten eindeutig für die Freigabe von Cannabis. Jawohl! Betrachten wir einmal Amerika. Seit mehreren Jahren haben 23 Bundesstaaten den Verkauf von medizinischem Cannabis freigegeben. Zwei davon zusätzlich auch den Verkauf als Genussmittel, wie Zigaretten und Alkohol, natürlich mit angemessenem Jugendschutz. Und das ist noch viel schlimmer. Die Folgen des Ganzen sind jetzt schon spürbar, aber nicht, wie man gerne glauben möchte, negativer Art und Weise. Wissenschaftler der Universität Pennsylvania haben einen Zusammenhang zwischen dem Rückgang der Todesfälle durch Opiatüberdosen und der medizinischen Legalisierung von Cannabis gefunden. Die Quoten fielen immerhin um 25% in den Bundesstaaten, wo Hanf freigegeben ist. Yeah! Aber nicht nur aus medizinischer Seite gibt es erste Erfolgsmeldungen. Unter dem Motto "Der Fiskus kifft mit" erfreut sich dieser im US-Bundesstaat Colorado an 5 Millionen Dollar Steuerannahmen monatlich, sowie 1000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen allein im letzten Jahr mit gerade einmal der halben Bevölkerungszahl von Baden-Württemberg. Tendenz steigend. Wenn man dann noch die Einsparungen durch die bürokratischen Abbau an den Gerichten und Ämtern dazu rechnet, ist das Ganze ein wirtschaftlicher und ökonomischer Segen, der hier bis jetzt an der mutlosen Prohibitionspolitik scheitert in Deutschland. Die medizinischen und wirtschaftlichen Erkenntnisse, die zur Legalisierung von Cannabis in den letzten Jahrzehnten gesammelt wurden, zeigen uns, dass es an der Zeit ist, in der Drogenpolitik in Deutschland zu überdenken. Deshalb wende ich mich abschließend an die verantwortlichen Politiker hier in Stuttgart, an unsere grüne Landesregierung. Lass Stuttgart grün werden! Yeah! Zu unterschreiben, was der Kollege gesagt hat. Anschließend ist noch der Chris am Start. Der Chris hat, das kann er euch gleich selbst erzählen, hat einen kleinen Comic im Prinzip gestaltet. Passt das hier oder soll ich das besser vorne machen? Okay, also für den Chris ist es besser, wenn wir es am Denkmal an der Abschlusskundgebung machen, weil er da einfach eine Bühne hat und dafür wird es einfach besser funktionieren, weil er auch noch eine Sängerin dabei ist. Und von daher müssen wir jetzt mal schauen, dass wir vielleicht weiterkommen. Ja?